Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76, wieder im Überlebensmodus. Und erstmal muss ich mir einen kleinen Überblick verschaffen, nicht, dass hier irgendwie jemand doch in der Nähe ist. So, heute werden wir eine ID-Karte erhalten, hoffentlich. Also, ich habe die Befürchtung, das wird ein bisschen länger dauern. Und wir könnten Besuch bekommen, das sind so meine Befürchtungen. Aber lassen wir uns erstmal überraschen. Wir wissen, dass hier überall Supermutanten sind, deswegen schleichen wir uns einfach mal rein. So, möge der Spaß beginnen. Also, es gibt ja diesen einen Film von Asterix und Obelix mit, wie ist der? Ihr wisst, was ich meine, wo man den Passierschein A38, glaube ich, bekommen muss, und ich denke, das ist hier dran angelehnt. Und deswegen müssen wir mal gucken. Wie ich darauf komme, ist. Warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Du bist viel zu laut. Wie ich drauf komme, ist ganz einfach: Big Bronx hat mir einen Kommentar geschrieben. Also tippe ich mal darauf, dass das hier ein bisschen länger dauern wird. Also gut, wir fangen an mit dem hier. Ganz entspannt, nicht so wie beim letzten Mal. Also ich bin jetzt nicht auf der Flucht. So, Bewerbung für ID-Card. Wie in den Protokollen der Notverwaltung von Charleston vorgesehen, müssen alle Anfragen ab dem 23. Oktober 2077 eine autorisierte Zusatzdokumentation erhalten. Als gültige Dokumentation gelten Soldatenzertifikat, spezielle Kongressverzichtserklärung und Durchführungsverordnung. Okay, Camp McClinton Soldatenzertifikat scannen. Geben Sie Ihren Namen ein. Geben Sie bitte bitte Ihren vollständigen Vornamen ein. Also das hier ist wahrscheinlich mein richtiger Name dann, ne? Und dann sind wir halt George Washington. Bitte geben Sie Ihren Beruf an. Armee-Rekrut. Ach, das ist halt die richtige Vorgehensweise, okay. Ich bin Enzyklopädieverkäufer. Geben Sie bitte Ihre aktuelle Anschrift ein. Das war genauer. 1 Apokalypse Lane. Formular KZB AT 21C. Okay. So. Jetzt hätten wir das. Jetzt müssen wir zu diesem Dude hier gehen. Gäste müssen eine Nummer ziehen und bis zum Aufruf durch das automatische Nummernterminal warten. Alles klar. So, hier haben wir den Nummerdrucker für. Ach, den haben wir behalten. Na gut, alles klar. Gut. Dann müssen wir jetzt uns quasi nur noch aufrufen lassen. Unter keinen Umständen darf der Bediener dieses Systems verändert, beschleunigt, verlangsamt oder anderweitig modifiziert werden. Derartige Aktivitäten ziehen eine fristlose Kündigung und Inhaftierung nach sich. Okay, Abteilung B starten. J47. C40. Ich weiß nicht, welche Nummer ich habe. Es folgt eine Nachricht von Ihrem Gouverneur. Die Wahl ist Ihre patriotische Pflicht, Bürger von Appalachia. In diesem November können Sie, meine Freunde, über die Zukunft unserer Lebensweise entscheiden. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich Sorgen wegen der Automatisierung machen. Und ich weiß aus erster Hand, welche kurzfristigen Auswirkungen sie hatte. Gäste müssen eine Nummer ziehen. Wird unsere Fabriken, unsere Städte und sogar unsere Häuser in die Zukunft katapultieren. Einen schönen Tag noch. Daher fordere ich Sie auf, für die Appalachia Wohlstandsverordnung mit Ja zu stimmen. N15. Rufe N15. Letzte Chance, N15. C42? C41. Ah, der nächste bin ich. C41. C41. C. Unterbreche für eine wichtige Warnung. Betrug ist ein schweres Verbrechen. Achten Sie darauf, alle Formulare mit zutreffenden Angaben auszufüllen. Nicht vergessen, nur Kommunisten betrügen.
Ich bin Kommunist und? Weißt du, was die gegen? Rufe N15. Bitte warten Sie, bis Ihre N15. C12. Die war doch gerade bei 41. C12. J47. Ich wiederhole, Sie werden dringend in Abteilung C benötigt. C44. Ach komm! C44. Melden Sie sich bitte in Abteilung B. C42. Rufe C42. Seien Sie gegrüßt, C42. Formular DMW-AT21C erkannt. Scanne. Verarbeite. Verarbeite weiter. Nachweis des Wohnsitzes in Charleston benötigt. Brief muss mit einem gültigen Postwertzeichen des US Postal Service frankiert sein. Einen schönen Tag noch. Ich komme wieder. Ich muss sagen, das kam überraschend. Okay. Erhalte einen frankierten Brief in Charleston. Das heißt, rein theoretisch muss ich jetzt für meine Lüge gerade stehen. Naja, ist okay. Obwohl, habe ich Charleston angegeben? Nee. Mein Wohnsitz war irgendwie ausgedacht. Kann es ja gar nicht geben. Oder vielleicht doch. Ich meine, in der Welt von Fallout kann ich mir schon irgendwo vorstellen, dass da ein paar suspekte Straßennamen existieren. So. Wo muss ich dafür jetzt genau hin? Ich bin Platz 3? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war gerade Platz 23. Scheiße. Das ist jetzt kacke. Wieso bin ich jetzt Platz 3? Weil alle anderen gekillt wurden? Die meisten sind wahrscheinlich hier. Ja, ah, gut. Und ich muss jetzt wohin? Warte. Warum kein Kübelkopf hier? Ist nur ein Supermutant. Hm? Ich dachte schon, da wäre jemand mit einer Powerrüstung unterwegs. So, ich muss da hinten. Da hinten hin. Toll, jetzt kann ich wieder panisch hier durch die Gegend laufen. Hä? Ach so! Das ist eine Markierung auf der Karte gewesen. Ich habe mich schon gewundert, hä? Wo soll ich denn hin? Ich will nicht Platz 3 sein. Was? Genau. Platz 3 ist kacke. Ein Schuss, ein Treffer. Huh. Ach so. Das sah gerade sehr seltsam aus von hinten. Sag mal, was wollt ihr von mir? Haut ab! Das ist ja schlimmer als die Zeugen Jehovas, ey. So. Wo muss ich jetzt hin? Hier aufs Dach? Oder? Hä? Ah! Spam! Okay, sprich mit... Oh, jetzt kann ich zurück zu B2. Das war der... Oh ne, das war der von eben. Aber jetzt muss ich wieder anstehen, ne? Sag mir bitte nicht, dass ich wieder anstehen muss. Komm, ich bin Platz 3 und hocke jetzt hier in diesem Kapitol rum. Oh! Schlimmer kann es nicht werden. Währenddessen die quatschen und mich aufrufen, muss ich die ganze Zeit Richtung Tür gucken. Scheiße!
Oh, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Seien Sie gegrüßt, C42. Brief erkannt. Auch Glück gehabt. Scanne. 1203 Grape Street entspricht nicht der Adresse im DMV AT21C, Herr Einwohner. Holen Sie einen DMV AT21C-V Autorisierung beim Amtsgericht Charleston ein. Einen schönen Tag noch. Muss ich dafür nicht aus dem Haus gehen? Hä? Erhalte ein KZBAT21CV-Formular. Aber wo? Oder ist es wieder verbuggt hier? KZBAT21CV. Aber ich muss jetzt nicht nochmal hier hingehen, oder? Hallo? Ich kann nichts machen. Okay, schauen wir uns hier ein bisschen um. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier ein bisschen rumlaufen. Müssen uns die anderen wenigstens suchen. Muss auch jetzt nicht geduckt rumlaufen, weil hier ist sowieso kein Gegner, der mir irgendwie Angst machen könnte. Das nehme ich gerne mit. Ah, ich laufe eigentlich schon in die richtige Richtung, glaube ich, ne? Hoffentlich, du bluten gut. Frage ist, muss ich jetzt nach unten oder... oder nach oben? Alter, sind hier viele. Weg mit dir, tschüss. So, du noch. Ich muss sagen, der Level, das Leveln geht jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller. Vor allem muss ich jedes Mal auch nach hinten gucken, weil da irgendwo so ein Dude sein könnte, der mich verfolgt. Verspringen die alle da runter? Oh, hier hätte man in den Anfangsleveln richtig gut farmen können. Alter Schwede. Da ist mindestens 5 Level drin, von Level 1 an. Das merke ich mir auf jeden Fall dafür, dass ich irgendwann mal neu anfangen möchte. Also privat natürlich, ne? Oh, Geld kriegst du auch hier ohne Ende. So, gucken wir mal. Hier sind nur die Toiletten, ne? Hier wird wahrscheinlich nichts Großartiges sein. Wenn jetzt jemand kommen würde, ne? Ich würde ja den dreifachen Schaden machen. Da hätte ich nichts dagegen. Okay, dann springen wir halt runter. Ich glaube, hier finden wir nichts mehr, ne? Aber wo? Geh weg, Junge. Doch, doch, doch. Ah, wir sind auf der richtigen. Okay. Okay, wir sind hier richtig. Alles gut. So, dann machen wir noch die Tür zu, dass der Nächste sich hier reinhacken muss. Oder reinknacken muss. Knacken! Ich habe das Wort gefunden, was ich vor ein paar Folgen gesucht habe. Knacken. Knacken ist wie hacken. Okay, alles klar. Okay, wir haben das Formular. Hi!
Oh, schon Level 10. Ich möchte mal was testen. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht wirklich die Gefahr zu sterben, ne? Vor allem trifft er mich auch nicht. Hallo. Oh, das ist schön, das Gewehr. Ja, ja. Das kann ich nehmen. Da ist noch mein alter Aurora drin, oder? Nee, ich hab meine neue Aurora schon reingemacht. Alles klar. So, jetzt kommt der Test. Wo ist der Gegner? Ja, das tut weh. Okay, gut zu wissen, wir hätten einfach nur die andere Tür nehmen müssen. Aber das kann man ja nicht riechen, ne? Ich liebe dieses Bild. Es ist ein Bild der Götter. Oh, ich frage mich, ob wir es heute noch schaffen, zur Munitionsfabrik zu kommen, um ein paar 50er herzustellen. Für die Waffe. Weil diese Waffe, ich denke mal, die wird ganz gut gegen Brandbestien sein. Ich meine, ich treffe noch nicht so gut und vielleicht brauche ich noch ein paar Mods. Aber ich denke mal, das wird sich erstmal. Ja, es wird sich noch geben. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das dann im Late Game machen. Dass, wenn wir wirklich mit allem durch sind, mit der Hauptquest, da wird es ja nicht mehr so viel zu tun geben. Ich vermute mal, da werde ich erstmal ein bisschen erkunden, ein bisschen PvP machen. Aber sonst wüsste ich halt nicht, was man da großartig noch machen könnte. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Oh, ich bin Platz 4. Erholung pur. Seien Sie gegrüßt, C42. DMV AT21C-V erkannt. Verarbeite. Alle für die Ausweisverlängerung erforderlichen Unterlagen sind in Ordnung. Fehler. Abteilung B bearbeitet nur Verlängerung. Abteilung C ist für neue Ausweise zuständig. Einen schönen Tag noch. Seien Sie gegrüßt. Abteilung C bittet den Gast, sich erneut einzureihen, damit ihm geholfen werden kann. Ziehen Sie eine Nummer und warten Sie in unserer gut ausgestatteten Lobby, bis Sie aufgerufen werden. Einen schönen Tag noch. A3. J47. Sie sind seit 21 Jahren überfällig. Bitte melden Sie sich in Abteilung C. A2. Rufe A2. Letzter Aufruf für A2. Das bin ich. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Rufe J47. A3. A3. Rufe A3. Was bist du denn gewesen? Ich komm gleich. Ich hab gedacht, da ist ein Spieler. Wilder Ghoul? Ist das vielleicht seine Nummer? J47? Ja, ne? Ach, das ist J47, der nicht gekommen ist wahrscheinlich. Er ist weg! Nein! Ernsthaft? War es nur ein Traum? Hat es sie niemals gegeben? Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Einen schönen Tag noch. Ich komme zu spät. Er hat seinen Namen gehört. 21 Jahren überfällig. Bitte melden Sie sich in Abteilung A2. Rufe A2. Letzter Aufruf für A2. J47. Rufe J47. Er hat seinen Namen gehört und ist gekommen. Rufe
Abteilung C ist derzeit beschäftigt. Vorgeschriebene zweite Kaffeepause läuft. Du bist ein verdammter Roboter. Endet in 5, 4, 3, 2, 1. Kaffeepause beendet. Reinitialisiere Anfrage. DMV AT 21C und zugehörige Unterlagen erkannt. A3. Scanne. Scanne. Fehlernummer 34B/1. Gültige Geburtsurkunde erforderlich. Studieren Sie auf dem Anwendungsterminal die nützlichen Einträge zur Hilfe bei Fehlern. Einen schönen Tag noch. Abteilung C ist derzeit beschäftigt. Vorgeschriebene zweite Kaffeepause läuft. Ich glaube, wir sind nur zu zweit auf dem Server. 5, 4, 3, 2, okay. 1. So, informiere dich über den Fehler 34B1. Anfrage. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. So, KB34B. Fehlercode-Handling. Scanne. Fehlernummer 34. So, Grund für diese Fehlermeldung. Sie besitzen keine gültige Geburtsurkunde. Für eine Vielzahl von Anträgen ist eine notariell beglaubigte Geburtsurkunde der Vereinigten Staaten erforderlich. Falls Sie außerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden, erhalten Sie diese Fehlermeldung. Abhilfe schafft nur eine direkte Autorisierung durch das Büro des Gouverneurs. Hierzu benötigen Sie das Siegel des Gouverneurs. Okay. Ich soll meine Karte stempeln, alles klar. Dafür würde ich sagen, gehen wir wieder auf die andere Seite. Und da ich jetzt weiß, dass wir zu zweit auf dem Server sind. Ey, das ist voll chillig. Ich meine, ich kann die Munitionsfabrik einnehmen und sie gehört einfach mir. Kein Stress. Ich meine, das ist jetzt nicht der Sinn des ganzen Überlebenszeugs hier, aber ich kann die Bonis halt nehmen. Und ich bin nahezu mit Platz 1 alleine hier. Also, was soll passieren? Ich weiß nicht, warum alle weg sind. Ich war am Anfang Platz 23. Vielleicht irgendein Fehler oder so und alle sind rausgeflogen. Aber hey, ich nehme Sinn, würde ich sagen. Und, ach so. Vielleicht deswegen. Wegen der Einschlagzone, weil da alles gelootet ist. Oh, ich bin wieder Platz 3. Wann hat der Philipp KK jemanden getötet? Das ist mir zu verwirrend. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um die Stempelkarte vom Gouverneur. Haut rein, ciao.